Finde ich ehrlich gesagt immer noch geil, diese Ladebildschirmumgehung, dass man hier quasi rumlaufen kann und im Hintergrund lädt der Level, während die Tür sich öffnet. Hey! Okay, das war's. Ich muss zugeben, ich bin ja sonst immer mehr so der Strategogator. Ihr wisst es ja. Ich gehe sonst immer sehr strategogatisch vor. Aber bei Bioshock Infinite stehe ich einfach drauf, mitten ins Gemenge zu springen und einfach den Leuten auf die Fresse zu hauen. Was sagt das über mich aus? Ich weiß es nicht. So, da müssen wir nicht hin. So, nehme ich auch mal ein bisschen Muni hier mit. Zack, können wir ja immer gebrauchen. So. Gehen, Banken verkaufen, Plasmid-Upgrades, Frostboost, Frostboost, wir haben vorne weg. Verlängert die Wirkung des Einfrierens, folgt dem Projektil eine Gebietswirkung zu, fügt dem Projektil, die mehrere Gegner einfrieren kann. Das ist eigentlich ganz geil, kostet aber mehr, als wir uns leisten können. Schockjockey-Abpraller, leitet Querschläger in Schussrichtung um. Naja. Ich spare mal auf das Multi-Einfrieren, weil das könnte richtig geil werden mit auf die Fresse hauen. Und jetzt gucke ich mir den Samurai mal an, das habe ich noch nie gesehen. Open it. Okay. Ich verstehe gerade nicht. Also hier natürlich mit Dingens, aber was ist das? Ich meine, wieso? Ein Samurai? Kommt er nicht eigentlich aus Bioshock Infinite von Wounded Knee? So. Und ich glaube, ich mache mal ganz kurz eine Aufnahmepause. Nachdem ich das Bargeld genommen habe. Dann kann ich in der Zeit auch nochmal gucken, wie ich die Plasmide wechsle. Habe ich nämlich vergessen. Gebe ich aber nicht zu. Dann tue ich einfach cool in der nächsten Aufnahmesession. Dankeschön fürs Zuschauen und bis gleich. Tschö mit Ö. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bioshock Infinite. Burial at Sea, Episode 1. Kürzer ging's ja nun wirklich nicht. Und der Samurai läuft hier die ganze Zeit rum. So, inzwischen habe ich auch heimlich geguckt. Kuh war's, Kuh, ja, was haben wir denn hier? Beherrschung. Ja, mit der Beherrschung hätte man natürlich schon längst die Dinger auf unsere Seite bringen können. Die Selbstschussanlagen, aber naja, ist schon ein bisschen her. Väterchen, Frost haben wir, Schockjockey haben wir, Teufelskuss würde ich hier gerne weiter benutzen erstmal, aber ich glaube, wir werden mal bei Schockjockey bleiben vorerst, denn den werden wir brauchen. Ich glaube, wir haben auch da unten aufgehört und machen jetzt hier weiter. Komisch, komisch. So, hier waren wir doch. Diese Tür war's. So. Und da kommen wir jetzt rein in den Elevator. Hatten wir sonst noch irgendwas? Nee, ne? Da waren die Stairs und da auf der Seite war sonst auch nichts. Außer, glaube ich, irgendwo hat man noch was, wo man mit drei Dingens reinkam. Ladies Wear. Und hier ist auch noch der Elevator, aber von da kommen wir ja, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, wir kommen von da hinten, aber der andere Elevator ist kaputt. Deswegen stürzen wir uns hier einfach mal hinein und... Gower nice. Dreh dich doch nicht weg, wenn ich komme. Immer am Wegdrehen, die Olle. Ich hab doch extra geduscht. So, die Frage ist The Trum. Hier sind wir jetzt. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wo wir hin müssen. Schauen wir mal ganz kurz. Erschaffe eine Eisbrücke. Ach ja, da war ja was. Da können wir noch Eve holen. Eve und der letzte Gentleman. So, sieht eigentlich aus wie ein Mülleimer, aber egal.
So, und hier war doch auch noch... Hier kamen wir auch noch nicht durch, ne? Da war auch noch eine Eisbrücke, wenn mich nicht alles täuscht. So, und dann schauen wir mal ganz kurz. Väterchen Frost. Und jetzt geht's weiter über die Frostbrücke. Wen haben wir denn da? Elizabeth. So, den Köder haben wir aufgebaut. Ich probiere jetzt mal ganz kurz. Zack. Was sagst du? So geht's natürlich auch. Alles richtig gemacht diesmal. Kommt ja selten genug vor. Der Köder, was ist das denn hier? Ist das Booker DeWitt, wie er hier aussieht? Nee, glaube ich nicht. Wer fällt denn auf so einen Köder rein? Aber egal, ich glaube, die rechnen ja nicht damit. So, hier können wir offenbar keine Muni mehr nehmen. Unser Karabiner ist wahrscheinlich voll. Da ist noch ein Täschchen. Da ist noch ein Täschchen. Was wir nicht durchsuchen können. Hier ebenfalls. Schade. Na, jetzt hüpft doch mal rüber. So, hier auch sehr schöne Hutmoden einfach. Und hier sehr überzeugende... Ein sehr überzeugender Mantel, das so ein bisschen Grunge-Look. Huch. Hutschachtel. Natürlich, Geld in der Hutschachtel. So, ansonsten hier vielleicht noch was. In der Handtasche Munition für Schrotflinte. Die moderne Frau weiß sich zu wehren. Zu mehren natürlich auch. Keine Frage. Down in the Brinix. Was heißt denn das? Down in the Brinix? Ich würde mir mehr Untertitel wünschen. Und offenbar war der gute Mann hier an den Stuhl gefesselt. Ah, ein Audiotagebuch. Eva, the whole ice sculpture fiasco is just gonna bounce off you, didn't you, Ryan? Well, you ain't made of rubber. Oh, Entschuldigung, ich wollte das nicht unterbrechen. Your circus of value selling your goods. Security devices protecting your property. You think you own them, but you don't. I'm learning how to turn your creations against you. I promise you one thing. Machine gun bullets don't bounce. Machine gun bullets don't bounce. Der Herschel weiß, der weiß schon, wie er sich zu äußern hat. Und wir nehmen mal eine Infusion. Nehme ich jetzt Eve oder diesmal nehme ich, glaube ich, Gesundheit? Prost! Feel better already. Oh. So, den Samurai hätten wir vielleicht vorhin brauchen können, aber ganz ehrlich, eigentlich ja nicht. Did you give him my message? Yeah. Alright. Vielleicht jetzt. What is it? Good night. Are you insane? Come out! So, ich mach nochmal ganz kurz in der Zwischenzeit den hier. Oder den hier? Nee, ruhig mal den hier. Nee, warte. Ich mach natürlich den Schockjockey. So, das war's auch schon. Mit den Herrschaften. Ich wollte eigentlich den Schockjockey hier in die Pfütze benutzen, aber leider waren die Herren schon außerpfützig zu dem Zeitpunkt. Schade, wäre schön gewesen. Aber naja, man kann nicht alles haben. Guck mal, aber hier ein bisschen Geschenk zu... Ein Käffchen.
Ist wie bei Fable 2, da gibt's auch immer Käffchen. So, die alte pennt hier ein bisschen. Ausverkauf war anstrengend. Außen so ein schwerer Hut, da muss man sich mal ausruhen. So, wir brauchen dringend Eve, wie es aussieht. Ach. Aber ich glaube, da gibt... Ach. Mr. DeWitt, use yes. Plasmid. Ich nutze die ganze Zeit Plasmide. So, der Zirkus der Wärter, ja, das wissen wir ja schon. Väterchen Frost. If Sally's not your daughter, what's she to you? Why risk life and limb? It's part of the job. You owe me no explanation. She's just another orphan. After Fontaine went down, City was lousy with her. And? I don't know. You have a reason for every stupid thing you've ever done? She started showing up, looking peaked. Don't fool me to feed the brat. Should have known she would never leave. How did you lose her? It's none of your business. Ja, die Herzlichkeit. Auf jeden Fall ist ja klar, dass diese Elizabeth auf jeden Fall die Elizabeth aus Bioshock Infinite ist, aus Columbia. Denn sie trägt auch die Brosche am Halsdingens. Sie weiß die ganzen Dinge. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann haben wir auch ein kleines AD auf der Hand, wo ich jetzt aber nicht verstehe, wie das, wie dieser Booker da eigentlich reinpasst. Hat sie ihn vielleicht, oder haben die Lutheses den hier irgendwie mit reingeschafft oder so? Ich weiß es einfach nicht. Das Gehirn sollte sie angeblich anpassen, aber ich meins braucht noch ein bisschen. So, ich will nur das Geld, ich will nicht die Kippen. Hast du was gefunden? Mr. DeWitt, there's a lockpick over there. Da? In der Tasche? Ach nee, dahinter. Hier kam doch gerade was an, aber ich glaube, es waren keine Splicer. Der Gentleman ruht sich gerade ein bisschen aus. Die Uhr können wir verkaufen. Ich finde es mal schön, dass wir die geldwerten Sachen mitnehmen und sofort verkaufen können. Armband gibt gleich Geld, ist so ein bisschen Instant eBay. Und wir finden neue Ausrüstung. Was haben wir denn? Der Todesfallbonus in den Hosen. Ja, sowas kenne ich auch von privat. Nahkampfkills spenden eine kleine Menge Gesundheit. Nahkampfexekution spenden eine große Menge. Oh, das nehme ich natürlich sofort mit. Denn ich bin ja Nahkampfkiller. Ich muss zugeben, bei Bioshock mag ich den Nahkampf extrem gerne. Aber zum Glück fällt das ja nicht auf. So, ich glaube, wir haben alles abgesucht. Und jetzt kommen wir wohin? Jetzt übertreibt man nicht mit den schönen Sachen hier. Hang on a sec. Wanna take another look around. Okay, wollen wir uns noch weiter umsehen? Wir haben noch einen Raum, wo wir drei... Wir haben noch einen Raum, wo wir drei Büroklammern brauchen. Den würde ich vielleicht gerne... Huch. Okay, N sagt uns natürlich, wir sollen da lang gehen, natürlich. Aber wir haben noch das Räumchen. Und wenn ich mich recht entsinne, haben wir bei den Schuhmoden auch noch das Zahlenschloss, aber da weiß ich überhaupt nicht, wie wir da reinkommen. Ach, guck mal hier, was wir da gefunden haben. Noch eine Mode. Hemd, Zauberkugel. Kritische Treffer verursachen extra Schaden und verbrauchen eventuell keine Kugel. Nehme ich natürlich gerne mit, weil wenn ich nicht in Nahkampf gehe, bin ich gerne ein Headshotter und hier noch ein Goldbar drin. So, den Safe hat er aufgekriegt, aber genützt hat es ihm nichts. Menswear, the daily bread. Hallo? Ach, er lädt gerade. Okay. War ich gerade ganz kurz. Checkout. Erzähl mir doch nicht, dass jetzt da hinten wieder welche sind auf einmal. Dann schleiche ich aber um mich. So, hier waren wir offenbar noch gar nicht. Doch, da waren wir schon. Go ahead! Scheiße, boah, ich häng fest.
Da oben ist ein Haken, da komme ich aber nicht dran. Dankeschön! Elizabeth ist hilfreich wie immer. So, der fällt erstmal gegen seinen Kumpel. Hey! Das finde ich jetzt aber unhöflich. Ich. Das war's noch nicht. Boah, Elizabeth, lauf da nicht so rum. Elizabeth. Höre ich Schüsse? Lässt sich da oben jemand ködern? Oh. Das ist natürlich ein schöner Köder, der gefällt mir ganz gut. Ein Frachthäkchen. Wo soll denn hier noch jemand sein? Und ich komme aus nämlich darüber und das ist ein Frachthaken übrigens aus Bioshock Infinite aus Columbia. Ich habe keine Ahnung, was der hier unten in Rapture macht. Der dürfte da auch gar nicht sein, auch nicht durch einen Riss. Wo ist denn hier noch jemand? Die Musik ist noch so actionreich. Go ahead. Okay. Ah. Elizabeth? Seems easy enough. Ich danke dir. Done. Vielen Dank. Ein Diner, wie es aussieht. Ist nicht meiner, sondern deiner. Wo ist der Deinhard? Pschip, 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 pschip. Da haben wir wieder ein Getränk, ein erfrischendes. Und offenbar haben wir da unten Besuch. Und ich höre übrigens ganz kurz, kann ich da vielleicht. Na, wo ist denn die Lady? Hallo, Schnucki! Bleiben die auf meiner Seite? Sind die dann schon gehackt, einfach für endlos? So, hier unten versteckt sich niemand mehr. Ja, beruhig dich mal wieder. So. Offenbar konnte Jack die Maschinen hacken in Bioshock 1. Wir aber können das nicht. Wir können nur auf unsere Fähigkeiten uns verlassen, die wir aus Columbia mitbringen oder wo auch immer wir in Wahrheit zu Hause sind. So richtig weiß man das ja jetzt auch nicht. Vielleicht kommt der Booker gar nicht aus Columbia. Vielleicht ist der einfach. Tja, weiß ich auch nicht. Wenn er hier in Rapture zu Hause ist, kann er ja genauso gut in Columbia zu Hause gewesen sein oder halt auch ganz woanders in Wahrheit herkommen. Das ist sehr verwirrend. So, da habe ich Geld verloren, das nehme ich wieder mit. Gehört mir. So, das hier übrigens auch. Und wir nehmen nochmal eine Gesundheits... Nee, erstmal eine Schildinfusion, oder? Ich müsste mich auf eine Sache konzentrieren eigentlich, aber Schild ist immer gut. Dann hält das Schild ein bisschen länger. Ach, das Geld. Muss doch also jemand sagen. Und ein Audiotagebuch.
It used to be such a thrill to hear Ryan speak. Parasite, this. And the exaltation of man, that. Sure, it could all get a bit of a bore. But the old bear sure knew how to enunciate. Ja, der Cohen hat sich wohl von Ryan abgewandt, schon mental. Oh. Ich glaube, die Mutti ist gestolpert. Das sieht aber nicht so gesund aus. Viel gesünder sieht dann natürlich der Endscreen aus. Mann, immer diese blöden Überleitungen. Ja, auf jeden Fall, man muss mal sagen, das DLC jetzt in Rapture, ne? Es spielt sich tatsächlich so, als würde man einfach Bioshock Infinite in Rapture spielen. Also auch mit den ganzen Elementen, mit den Tränken. Die Vigors sind ja wieder Plasmide, sind aber trotzdem dieselben irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie die jetzt da runtergekommen sind. Die gehören da eigentlich gar nicht hin. Und auch die Kämpfe, überhaupt alles spielt sich wie Bioshock Infinite. Ob das so passt, ich weiß es nicht so recht. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.